Ja, seid gegrüßt heute jetzt ab in die Sternenwarte. Willkommen zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergfürst. Ja, sieht ziemlich spacig hier aus. Spacig ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ja, ich bin heute ein bisschen heiser. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Hier, das ideale Geschenk, um deinen Besuch in der Sternwarte in bester Eigenerinnerung zu behalten. Du erhältst das Item Kometstück. Kometstück wurde in der Itemstasche verstaut. Dieses Stück löste sich von einem Kometen, als dieser an unserem Planeten vorbeiflog. Eine bedeutsame Bewegung im Weltall, davon träumt doch jeder Wissenschaftler. Ja gut, haben wir jetzt was geschenkt bekommen? Wir nutzen bei der Betrachtung und Erforschung von Himmelskörpern neben der Infrarotstrahlung unter anderem auch Radiowellen. Das ist schön zu wissen. Okay. Kann nur seinen Namen sagen. Und was mit dem? Für unsere astrophysische Berichtung kommen bei unseren Großrechner zum Einsatz. So machen es noch mehr Spaß, das Bild zu erforschen. Ein Hoch auf die unsere Computer. Ein astronomisches Teleskop ist im Grunde nichts anderes als eine Digitalkamera. Nur viel größer und besser als das, was man so für den Heimgebrauch hat. Man blickt auch länger. Man blickt auch längst nicht mehr durch ein Teleskop wie früher, um den Nachthimmel zu betrachten. Vielmehr macht man Fotos. Das Weltall, um es zu erforschen. Die Broschüre des Hokulani Sternwarte enthält diesen Monat die Kolumne Sterne und Pokémon. Unter der Vielzahl an Pokémon gibt es auch jene, die mit den Sternen in Verbindung stehen. Wir möchten euch hier einige davon vorstellen. Mobitessa. Anhand des Sternenkonstellationen kann es die Zukunft vorhersagen. Es weiß sogar, wie alt seine Trainer werden wird. Pi. Unerklärlicherweise sieht man dieser Zahl in Nächten mit vielen Sternschnuppen besonders oft. Okay. Und weiter geht's nach oben. Oha, hier stehen aber viele Kartons rum. Da ich noch nicht durch. Marlon und Chris sind richtig dicke Freunde. Sie spielen immer zusammen Videospiele, bis in die frühen Morgenstunden. Es ist wirklich bewundernswert, dass sie es dann noch schaffen, ihre Arbeit zu erledigen. Wie machen sie das nur? Okay, hier steht wirklich jede Menge rum. Vielleicht ein bisschen zu viel. Okay, da kann ich nicht rein, die Tür ist verschlossen. Aber da kann ich rein. Oha, den Kerl kenne ich doch. Den habe ich doch schon im Festival Plaza gesehen. Chris an Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. Vermuteter Anlauftreffpunkt die Prüfungsstätte. Kontakte in 5, 4, 3, 2, 1. Sag mal, magst du den Festival Plaza? Nicht wirklich. Nein, tut mir leid. Keine gute Antwort. Ach egal, fangen wir einfach an. Wann? Hier und jetzt. Inselherausforderung? Wenn das mal nicht die Inselherausforderung ist. Im Prinzip ist es das Ziel der Prüfungen, das jeweilige Herrscher-Pokémon hervorzulocken und ihm die eigenen Stärken zu beweisen. Da kam mir eine Idee.
Was, wenn ein Weg gäbe, Herrscher-Pokémon auf der Stelle herbeizurufen? Also habe ich einen bisher rumprobiert und eine Maschine gebaut, mit der man einen Herrscher-Pokémon herbeirufen kann. Warum ich diese Maschine erfunden habe, dafür muss ich etwas weiter herausholen. Hier in der Sternwarte untersuchen wir in einer Linie Schallwellen aus dem All. Wir Menschen können die Schallwellen leider nicht wahrnehmen, Pokémon hingegen schon. Die Schallwellen, die wir hier abfangen, werden schließlich in die weite Welt hinausgeschickt, damit wir überprüfen können, wie die Pokémon auf sie reagieren. Das Equipment, das dabei zum Einsatz kommt, stellt die Grundlage für meine Maschine zum Rufen von Herrscher-Pokémon dar. Die Schallwellen, die wir hier abgefangen haben, uns aber auch bei der Entwicklung des Sicherheitssystems der Sternwarte geholfen. Die Idee dafür stammt übrigens nicht von mir, sondern von Marlon, wo wir gerade dabei sind. Ich wollte meine Maschine eben einweihen. Sieh dir das Experiment doch einfach mit an. Aktiviere Herrscher Omad Modell 2.0. Es gab also schon ein Modell 1.0. Oder so ein Modell 1.1, 1.2 und so weiter. Wer weiß. Also dann, Herrscher Poker. Zap. Was? Ein Stromausfall? Verflixt, die Tür ist verriegelt. Und wie kriege ich denn jetzt das Sicherheitssystem deaktiviert, damit ich die Tür öffnen kann? Ach ja, über das automatische Soundeffekt-Quiz. Keine Sorge, spüre eine ungewöhnliche Präsenz. Das Herrscher-Pokémon ist auf dem Weg bis hierher. Die Prüfung kann also trotzdem stattfinden. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Was, eine Prüfung im Dunkeln? Was zum Heck? Damit sich die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden. Frage 1. Welches Ereignis ordnet man dem folgenden Soundeffekt zu? Na, das ist ja klar. Pokémon heilen, Item erhalten, Entwicklung vollzogen, Soundeffekt erneut anhören. Brauchen wir uns gar nicht neu anhören, das ist das Pokémon heilen. Richtig, die Tür öffnet sich nun automatisch. Aber es bleibt dunkel. Namo! Oha! Kaum ist die Tür aufgegangen, ist ein Pokémon ins Zimmer eingedrungen. Das ist dann wohl der Fall für dich, Zerfrost. Im Dunkeln? Im Kampf? Ernsthaft? Ich bin ja ein guter Pokémon-Trainer, aber so gut auch nicht. Ach so, hab dann den Taschenlampe angeschaltet, damit ich das Ganze sehen kann. Perfekt. Nein, Ben, komm mal ganz schnell zurück. Wenn das wirklich das Herrscher-Pokémon sein sollte, ist dann, glaube ich, Kaijutsu besser dran. Ich glaube zwar nicht so ganz daran, dass Mabula unser Herrscher-Pokémon ist, aber gut. Klammer. Ja gut, das ist jetzt nicht sehr sinnvoll. Ich setz mal Arioas mit Kaijutsu ein. Zack. Okay, das war schon mal nicht das Herrscher-Pokémon. Also so leicht lässt sich das Herrscher-Pokémon nicht besiegen. So. Manni erreicht Level 26. Ich wusste, du packst das, Zwergfürst. Dumm nur, dass die Tür wieder zugegangen ist, während wir hier geklaut haben. Keine Sorge, das Herrscher-Pokémon wird auftauchen. Da bin ich mir sicher. Sagte ich doch, das ist nicht das Herrscher-Pokémon. Präsenz des Herrscher-Pokémon wurde in der Ferne festgestellt. Wow, Licht. Aber nicht, wo wir sind. Sondern unten an der Bushaltestelle. Damit sich die Tür öffnet, musst du zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden. Frage Nummer 2. Welches Item erhält man bei dem folgenden Soundeffekt? Ein Item? Ah, stimmt. Das ist doch ganz klar der Rotom-Pokédex. Auch wenn mir die Frage stellt, ob der Rotom-Pokédex ein Item ist. Egal, das ist der Rotom-Pokédex. Richtig! Die Tür öffnet sich nun automatisch.
Akut! Wow, schon wieder ist ein Pokémon herbeigekommen. Es gehört ganz dir, Zwergfrost. Das alles in völliger Dunkelheit. Warum ich nicht bei den Pokémon-Kämpfen habe, ist mir auch eine Frage, aber... Oh, ein Akut, ja, ein Bild erscheint. Das sieht ein bisschen aus wie ein Bus, das Ding. Aber gut. Dann kämpfen wir ein bisschen gegen einen Bus. Los, Donnerschock! Vertrau dir jetzt mal, dass du das schaffst. Okay, ja, mein Vertrauen war ein bisschen fälschlich. Das war klar. Das war sowas von klar. Schnell mal zu John wechseln. Ich denke, John kriegt das auch hin. Du musst nicht immer Ash bei dir zukommen. Johns neue Entwicklungsstufe. Na wunderbar. Jemand, der so aussieht, der kriegt das kleine Busdingens dort unten hin. Wir probieren mal die neue Attacke aus Dark Lariat. Wow. Die sah aber episch aus. Alter Schwede. Aber ein bisschen OP, die Attacke. Nitro-Ladung. Alter, Lariat. Alter, das ist so ein Boss-Typ hier. Das ist mit der süßen Katze vom Anfang passiert. Ben erreicht Level 26. Schön. Lea, die vierte, erreicht Level 22. Noch besser. Lea versucht, Finte zu erlernen. Was soll sie machen? Eins, zwei und schupp, Mondhieb vergessen und Finte erlernt. Ich wusste natürlich, dass du das machst, Zwergfrost. Während wir hier plaudern, ist die Tür leider schon wieder zugefallen. Was für ein Zufall. Keine Sorge, das Herrscher-Pokémon wird auftauchen, da bin ich mir sicher. Das Herrscher-Pokémon kommt immer näher. Ah, es fährt schon mit dem Bus den Berg hinauf. Ich sehe es. Deaktivierungssequenz des Sicherheitssystems bei 50%. Genau, jetzt kommt noch ein Pokémon und danach kommt das Herrscher-Pokémon. Und das ist immer so, drei Pokémon und dann das Herrscher-Pokémon, weil... In Prüfung ist das immer so. Damit sich die Tür öffnet, musst du zuerst einen Soundeffekt kurz absolvieren. Frage 3. Welches Pokémon hört man bei dem folgenden Soundeffekt rufen? Oha. Ist aber nicht so leicht. Guffa, Akub, Mabula. Kann ich das nochmal hören? Ich würde sagen Guffa. Ich bin mir nicht sicher. Ah, falsch. War das gerade Chris? Bei einer falschen Antwort verteilt das Sicherheitssystem Elektroschocks. Na wunderbar. Also Marlon, wenn das so weitergeht, nehme ich bald selbst den Typ Elektro an. Keine Sorge, Chris. Sie ist einfach positiv. Dann wärst du zumindest immun gegen Paralyse. Okay, derselben Pokémon-Ruf. Oh, Kacke, von wem ist es? Akub oder Mabula? Akub haben wir gerade eben gehört. Ich glaube, es war ein Mabula. Ach nö, tut mir leid. Das wollte ich nicht. War doch ein Akub. Ja gut, so. Ist wohl ein Akub. Richtig, die Tür öffnet sich nun automatisch. Okay, egal wie oft du das falsch machst. Nach zwei Versuchen musst du ja hinkriegen. Gibt ja nur drei Möglichkeiten. Okay, die Tür geht zwar auf, aber da ist doch bestimmt wieder Akub. Wieder ein Akub.
Wusste ich doch. Da kümmerst du dich am besten wieder drum, Zwergfürst. Na, sicher doch. Ein Akkub wild erscheint. Ich nenne dich jetzt mal Fixbus. So. Ben wurde gerettet. Achso, der wurde ja gar nicht vernichtet. Deshalb, na, alles gut. Los, John. Ich setze mal Nitro-Ladung ein. Nachdem er Ladebolt eingesetzt hat. Was mir keinen Schaden zufügt. Los. Was? Paralysiert? Nein. Los. Setz doch endlich mal Nitro-Ladung ein. Danke. Okay, es ist noch nicht besiegt. Wir dürfen gespannt sein. Ich habe, glaube ich, noch keine Tränke besorgt. Wieso das eigentlich nicht? Wieso habe ich vor der Prüfung keine Tränke besorgt? Vielleicht kommt das Dingens-Pokémon. Das Herrscher-Pokémon. Wieso bin ich nicht vorbereitet? Egal, Akkub wurde besiegt. Jetzt machen wir uns gefasst auf das Herrscher-Pokémon. Auch wenn John schon fast kaputt ist. Vielleicht brauchen wir ihn ja gar nicht. John erreicht Level 35. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alles im Griff, Zwergfürst. Super. Aber schon wieder ist die Tür zugegangen. Warum mache ich bloß immer den gleichen Fehler? Ist der so doof? Alter, der macht jedes Mal die Tür zu. Oh nö. Komm, was ist das für ein Dummbeutel? Das Herrscher-Pokémon. Ich spüre es förmlich. Es muss gleich ganz nah dran sein. Und jetzt sehen wir noch eine Animation. Das Herrscher-Pokémon ist bereits sehr, sehr nah. Ich sehe es. Er hat mit dem Bus angehalten und kommt jetzt ins Gebäude. Und ist jetzt unser nächstes Pokémon. Die Aktivierungssequenz des Sicherheitssystems ist fast vollständig. Damit sich die Tür öffnet, musst du zuerst ein Sound... Ach ja, ist klar, muss ich gar nicht mehr vorlesen. Frage 4. Wer oder was erscheint bei dem folgenden Soundeffekt? Na, wenn das mal kein Herrscher-Pokémon ist, dann weiß ich auch nicht. Richtig, die Tür öffnet sich nun automatisch. Und ein Herrscher-Pokémon erscheint. Dieses Geräusch, es ist hier. Donna! Da ist es. Das Herrscher-Pokémon. Zeig, was in dir steckt, Zwergfürst. Donarion, das Herrscher-Pokémon der Sternwarte, ist erschienen. Na dann, auf geht's. Jetzt heißt es Kampf um Sieg oder Verlust. Donarion. Das Pokémon habe ich tatsächlich noch nie gesehen. So. Pichu, wäre schön, wenn du mal gegen Kaiutsu tauschen würdest. Ich habe da ein gutes Gefühl, dass Kaiutsu das schaffen kann. Los, Kaiutsu. Funk und Funk. Oh, oh, das ist nicht gut. Paralysiert. Ruft Mitstreiter. Wie jedes Mal. Okay, ich habe gar nicht mehr so ein gutes Gefühl dabei. Und Wasserschuriken auf Donarion. Hoffentlich klappt's. Wasserschuriken. Zack. Oh oh. Das sieht nicht sehr gut aus. Und dreimal getroffen. Aufeier. Kaiutsu wurde besiegt. Ahem.
Los, John! Dann wird Lockwege in der Maus auf Kraft gesetzt. Nitro-Ladung. Nicht auf das Akkub. Verdammt, was mache ich denn? Scheiße mache ich hier. Joa, Mist. Und versuch du es, Manni. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so gut. So, brillante Blütenkraft. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber wir können vielleicht mal die Sätze einfach angucken oder auch nicht. So, ich habe noch zwei und fast ein Chaos-Pokémon. Los, Ben. Ja, was soll ich tun? Donnerschock. Kann ich mal versuchen. Na gut, hat Nick wirklich das gebracht, oder? Ben wurde besiegt. Ja, zwei haben wir noch. Robin, vielleicht könntest du da was machen. Vielleicht? Kleines bisschen? Donarion. Los, Robin. Gib dein Bestes. Ja gut, hab ich gesagt, dass man immer mehrere Läufe braucht. Für einen Endkampf. Morty, Finte. Es besteht sowieso keine Hoffnung mehr. Das ist das letzte Pokémon in meinem Team. Alles, komm. Mach Platz. Ich gebe auf. Versuch's im nächsten Part dann nochmal. Adios, ich bin Karo. Lasst ein Like da. Zwangfürst wird schwarz vor Augen.